Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome Hobbits und Eglardun, zu einem neuen Part Lego, der Hobbit mit dem Zwergenfürst. Ja, heute geht es in das nächste Level namens Der Feind. Ja, auf geht's direkt, ohne lange Vorreden. Heute wird gegen den Anführer der Bösen gekämpft. Gegen Sauron himself. Genau. Genau dieser Klumpen ist das. Und wir müssen gleich reagieren und uns gleich in die Schlacht begeben. Wir werden hier nämlich gleich von allen Seiten angegriffen. So. Und auch von vorne werden wir angegriffen. Nicht nur von den Seiten, sondern auch von vorne werden wir von der Kraft Saurons, des Schrecklichens, angegriffen. Ja, und wieder kommen sie von den Seiten. Und wir werden hier nicht verschont. Wieso auch? Wir haben natürlich wieder Gandalf und Radagast zur Auswahl als spielbare Charaktere. Ich denke aber, dass wir Sauron mit Gandalf besiegen müssen. Und da seht ihr ihn, Sauron, das Auge. Ja, weil wenn man den Film geguckt hat, weiß man das. Dass Sauron und Gandalf in diesem Teil Gegner sind. Und so soll es auch sein. Und natürlich werde ich mit Gandalf gegen Sauron kämpfen. Oha. Fast besiegt. Halt aus, Gandalf! Nicht noch ein Leben verlieren. Kämpf, Gandalf! Kämpfe! Und jetzt bist du auf dich allein gestellt. Radagast ist geflüchtet. Ja, das war schon das erste Level. Wir legen gleich mal los mit dem nächsten Level. Und da schauen wir rüber nach... Warte, ist das hier der Aussichtsposten? Nach Erebor. Auf keinen Fall siehst du ihn vielleicht. Wir können nicht auf den Zauberer warten. Wir sind auf uns gestellt. Kommt! So, wir gucken mal, was am Erebor so vor sich geht. Mit Thorin und Co. begeben wir uns wieder auf die gefährliche Reise Richtung Erebor. Und es sieht so aus, als wären wir bald angekommen. Wir müssen die geheime Tür in den Berg finden, ehe sie untergeht. Ja, das können wir noch nicht. Da brauchen wir noch ein bisschen Rohstoffe für. Aber hier können wir lang gehen. Thorin und Bilbo als spielbare Charaktere. Und dann bauen wir uns doch mal den Weg dahin frei. Oh, das sieht doch aus wie ein Katapult. Dann schießen wir uns den Weg halt frei.
Und zwar genauso. Der Weg ist nicht mehr versperrt. Und wir können hindurch. Hinauf zum einsamen Berg. Und das nächste Kapitel heißt Der Durinstag. Auf geht's. Am Durinstag. Gut, jetzt sind wir wieder vollständig. Die komplette Horde. Thorin, Bilbo, Flikili, Orinori, Dori, Eulengleuen, Balin, Dwalin, Bifo, Bofo, Bombo und wen ich noch alles vergessen habe. Natürlich müssen wir wieder Holz sammeln, ja, so geht's auch. Man kann auch Salz sammeln, ob das so viel bringt, weiß ich nicht. Holz sammeln wäre effektiver. Und dafür haben wir doch Bilbo. Und der zaubert uns hier diese Kiste. Was wir damit anfangen können, weiß ich nicht. Ah, natürlich brauche ich erstmal den Ring. Ist klar. Und den Ring. Dann kann ich damit nichts anfangen. Und ein Teil fehlt mir noch. Und da kann ich nur mit Gollum hoch. Den habe ich aktuell nicht. Aber eine Rose habe ich bekommen. Vielen Dank für die Rose. Und da ist schon das letzte Stück Holz. Tun wir es hier rauf und zünden es an. Wer kann das? Gläuen kann das. Dann macht mal ein kleines Feuerchen. Und ruf geht's. Da sind wir schon ein bisschen näher am Erebor. Und es gibt ein weiteres Röschen für den kleinen Erfolg. Die Axt, die liebe ich. Die später Gimli bekommt. Aber hier muss ich erstmal Abschied von Gläuen nehmen, denn ich brauche den Dwalin in Seestadtklamotten. Hier kann jeder Zwerg durch. Das dürfte bekannt sein. Das sind kleine Zwergentüren. Und Fledermäuse habe ich gerettet. Ich bin ein Fledermausretter. So, kann man so sagen. Und ich, aus was auch immer für einen Grund, laufe hier hoch und runter. Es war nicht notwendig, aber ja, hielt es mal für lustig da mal. Nee, war ein Versehen. War natürlich nicht Absicht. Ah, hier ist schon das nächste Rätsel. Hier müssen wir die Farben sortieren. Na, wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinkriegen. Und hier mal ein Steinchen rein. Hier mal ein Steinchen rein. Und schon ist das Rätsel gelöst. Und die Brücke wird herausgefahren. Und die Pfeiler beseitigt, die uns den Weg versperrten. Und dann geht's weiter. Bilbo. Mit Stich. Kann sich meinen Weg freischalten hier. Und 2 von 3 Fledermäuse. Ja, wenn das halt nichts ist. Hier geht's auch noch lang. Ich versuch's mal hier lang. Vielleicht finde ich ja was. Sorry, dass ich heute ein bisschen anders moderiere. Mir geht's heute nicht ganz so gut. Deshalb, ja. Merkt man vielleicht an meiner Stimme. Sie ist ein bisschen angeschlagen. Ja. 3 von 3. Ich bin ein bisschen, ja, irgendwas ist mit meiner Gesundheit nicht so ganz gut, wie es soll. Läuft nicht alles bestens. Deshalb mache ich die Pause und so ausnahmsweise mal eine Vorproduktion.
Mal sehen, wann ihr das bekommt zu sehen. Ja, auch mal in Yoda-Sprache. Und hier durch. Ach, auch Bilbo kann durch Zwergen klären. Man muss bloß die Größe eines Zwergen haben. Das ist gut zu wissen. Hier brauchst du den Turin. Dann haben wir auch mal ein bisschen Rohstoff freigeschaltet. Und runter geht's wieder. Rutschen! Ich habe Rutschen immer als Kind geliebt. Das. So, dann bin ich. Ich bin gerne gerutscht. Rutschen sind sehr hübsch. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so auf den Spielplätzen immer gemacht habt. Gewippt, geschaukelt, gerutscht. Würde es gerne wissen, obwohl es nicht zum Thema passt. Ja, schreibt, macht's einfach mal. Aus Spaß. Nur wegen der Rutsche eben. Oh, hier brauche ich den. Den. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Hier, Uri. Nein, der andere. Mist. Da bin ich ja mal ein bisschen zurückgegangen. Versuchen wir es halt nochmal. Klappt schon. So, Versuch Nummer 2. Dori brauchen wir dafür. Um da längs zu kommen. Weil der kann mit die Dingens da das Dingens machen. Und schwupps bin ich drüben. Genau so. Also dann, wir haben einen Schlüssel. Das bedeutet irgendwo. Oh ja, irgendwo ist ein Schlüsselloch. Ich weiß sogar wo. Da muss man der Torin her. Und zack. Okay, da bräuchten wir Gandalf für, aber den haben wir aktuell nicht. Ja, dann müssen wir uns halt so aushelfen. Ja, ohne Gandalf können wir diese Platte nicht aktivieren. Das ist schade, aber was nicht geht, geht nicht. Und das fünfte Röschen haben wir uns geholt. Ja, so viele Rosen. Da bedanke ich mich doch für die Blümchen. Oh, ein Schalter. Ein Hebel für einen Schalter. Um genau zu sein. Hui, da geht's hoch. Ja, okay. Und wer kann das hier machen? Thorin kann das machen. Oh. Mit Hilfe von... Wer war das nochmal? Bifo. Ja, genau. Bifo. Danke, Bifo, für deine Hilfe. Das hat mich sehr weitergebracht. Oh nein, jetzt brauche ich den Dori. Dori, mach schnell. Mach schnell, Dori. Nicht wieder rüber. Was soll denn das hier? Mann, jetzt brauche ich das da drüben. Wie soll ich jetzt da rüber kommen? Mann. Eine sehr langsame reden kann ich auch nicht mehr. Eine sehr langsame Reaktion heute. So, einmal Dori hier rüber. Darunter und zack, rüber. Zack, die Duster, das hier freigeschaltet. Und Hebel betätigen. Ja klar. Lavasteinchen. Und drin sind wir. Na, noch nicht ganz, aber. Die geheime Tür. An der Tür sind wir. Auf der Türschwelle sind wir. Genau. Genau so.
Genauso hieß auch das Kapitel an der auf der Türschwelle. Seht ihr was? Das nützt nichts. Mit Gewalt kommt man hier nicht bei. Ihr dürft jetzt nicht aufgeben. Geiler Lego-Humor. Ich glaube, der hat einen Vogel oder was? Bibo hat einen Vogel. Der Schlüssel. Und drin sind sie. Ich auch. Möge das Herz des Berges alle Zwerge vereinen, um diese Heimat zu verteidigen. Der Arkenstein. Und was ist das? Das ist der Grund, Meister Dee, warum du hier bist. Ja, und das war's auch wieder mit dem Part Lego der Hobbits. Direkt von der Türschwelle beende ich diesen Part. Und hoffe, euch hat es wenigstens ein bisschen gefallen, trotz meiner leichten Angeschlagenheit in der Stimme. Ja, habt noch einen schönen Dublinstag. Ich weiß, der ist nicht heute, der ist an einem anderen Tag. Aber no, trotzdem, habt noch einen angenehmen Dublinstag. Gebt dem Video einen Daumen hoch, sollte es euch trotzdem irgendwie gefallen haben. Bewertet dieses Video gerecht. Ja, und dann abonniert meinen Channel, falls ihr neu auf meiner Kanalseite seid und ja kein weiteres Let's Play mehr von Leo der Hobbit mit dem Zwergenfest verpassen wollt, ja, dann haut rinne, adios und ciao, ciao.